Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Eiskalte Engelbox von PA Sports. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album, zur Box und iTunes findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Eiskalte Engel von PA Sports aus dem Jahr 2015 das Ganze. Wir haben hier auf dem Cover den Schriftzug in weiß, PA Sports Eiskalte Engel. Und dahinter haben wir zwei schwarze Flügel. Würde mich echt interessieren, zu welchem Tier die gehören. Ist mir leider nicht möglich, das zu sagen. Also ich kann es am besten Willen nicht erkennen. Aber dürfte auf jeden Fall ein großes Tier sein. So viele Federn, wie man hier sieht. Eventuell ist es auch kein Tier, sondern eben ein Engel. Wer weiß das schon. Die Box von unten schwarz, von rechts ebenfalls. Hier ziehen sich noch ein bisschen die Federn der Flügel weiter. Auf der Oberseite lesen wir Life is Pain, inklusive Life is Pain Logo. Auf der linken Seite ebenfalls Flügel. Und auf der Rückseite haben wir die Inhaltsangabe, was sich alles in der Box befindet. Und zwar Eiskalter Engel Premium Edition 2 CD plus DVD, Tanktop, Doppelposter, Autogrammkarte, Life is Pain Sonnenbrille und die Lost Tapes CD. Noch ein Barcode und die Credits. Barcode ist echt riesig. Gut, dann schauen wir mal hinein. Also, als erstes kommt uns entgegen das Tanktop. Dann haben wir die Lost Tapes CD. Das Album Eiskalter Engel. Die Autogrammkarte. Die Life is Pain Sonnenbrille. Und das Poster. So sieht die Box von innen aus. Klassisch in weiß. Eine reguläre Klappbox. Gehen wir mal zur Seite. Und wie immer fangen wir an mit dem Album an sich. Es handelt sich hier um ein Digipack. Sehr umfangreich. Allerdings, was mir auf den ersten Blick etwas stört, ist das hier. Der 12er. Dieser ist kein Sticker, sondern wirklich auf dem Cover aufgedruckt. Finde ich schade. Aber ja, damit muss ich wohl leben. Wir lesen, Life is Pain präsentiert PA Sports Eiskalte Engel. Dann haben wir hier wieder die schwarzen Flügel und auch wieder ist es mir nicht möglich zu sagen, ob das von einem Tier ist. Keine Ahnung, vielleicht wisst ihr das. Wir lesen hier Eiskalte Engel. Und dann haben wir hier 19 Tracks an der Zahl. Wir haben einige Features. Wir haben Features von Amir der Sänger, Donnell Lewis, nochmal Amir der Sänger, Kianush, nochmals Amir der Sänger, Casey Rebel, Kurdo, Manuelsen und BOZ und Raf Kamora. Auch hier wieder ein riesengroßer Barcode und die Credits. Von diesen Tracks sind meine Favoriten einmal der Track Battlefield Live mit BOZ. BOZ, überkrasser Part. Gefällt mir richtig gut. BOZ generell einer meiner absoluten Lieblinge in Sachen Deutschrap. Und dann haben wir noch den Track Am Ziel. Hier da, Nummer 17 mit Raff. Der ist mir auch richtig hängen geblieben. So sieht das Ganze von innen aus. Wir haben hier PA Sports mit Sakko und Brille. Ah, hier ist noch ein Einleger zur Tour. Schauen wir uns gleich noch an. Dann kann man das Ganze hier natürlich aufklappen. Und jetzt würde mich interessieren, ja, schaut so aus, als hätten wir hier ein Booklet. Gut, wir kommen zuerst zum Booklet. Wir haben hier Abbildungen von PA Sports, Fotografien und dann die einzelnen Tracks. Kann man hier sehen, wer daran beteiligt war, also wer die Musik beigesteuert hat, die Beats und wer das Ganze textliche gemacht hat. Weitere Fotos von PA Sports. Life is Pain. Hier wieder PA mit Anzug und Sonnenbrille. Weitere Fotos, weitere Tracks. Okay, das. Ich wollte sagen, das fällt jetzt ein bisschen aus dem Rahmen, aber okay, hier auch mit Tanktop. Die folgen ja etwas mit Anzug, etwas feiner das Ganze und Hemd. Gut. Hier in Camouflage, weitere Tracks und dann hier der Abschluss. Dann hatten wir noch diesen Tour-Einleger hier, der mir rausgefallen ist. Tour 2015, ja,
Hat sich wohl jetzt erledigt. Das waren die Tour-Dates zum Album. Oder, ja, zur Eiskalte Engel-Tour. Dann haben wir hier noch Merch. Major Moves Shop. Booklet gehen wir mal wieder zurück. Wenn ich es schaffe. Gar nicht so leicht. So, und dann haben wir hier die CDs. Wir haben hier einmal die Eiskalte Engel Premium Disc, also das Album an sich, so sieht das aus. Dahinter glatt schwarz. Dann haben wir die Instrumentals zum Album. Die sehen so aus, genau wie die Standard-CD allerdings, oder genau wie die Premium Disc allerdings hier mit dem Zusatz Instrumental Disc. Und dann haben wir noch eine dritte CD, in dem Fall eine DVD, nämlich die Bootcamp DVD. Diese sieht so aus und dieser DVD haben wir auch diesen schönen FSK 12er hier zu verdanken. So, auch hier wieder PA Sports mit Anzug und Brille. Den Einleger zur Tour machen wir wieder rein, wenn wir nicht verlieren. So, da la. Gut, dann haben wir die Lost Tapes CD. Wir haben hier 5 Tracks an der Zahl. Zweimal Kianusch und einmal Alpagan als Feature. 2 Solo-Tracks. Also insgesamt 5 Tracks. Bonus-EP quasi. Lost Tapes CD nennt sich das Ganze. So sieht das aus. Und das Ganze kommt in einer Papphülle. Dann haben wir eine Autogrammkarte in Schwarz und Weiß. Hier auch wieder feiner mit Anzug und Sonnenbrille. Das Ganze hier links oben unterschrieben. Auf der Rückseite, ja, Merchandise von Life is Pain. Dann haben wir, bevor wir zum T-Shirt bzw. zum Tanktop und zur Sonnenbrille kommen, das Poster. Beidseitig bedruckt. Okay, das ist spannend. Wir haben auf der einen Seite einmal komplett die Tourdaten zur Eiskalte Engel Tour 2015. Hier die Dates, also 6 Auftritte, Bochum. Ah, das ist cool. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Der Auftritt am 9.11. war in Bochum. Ja, hätte wohl ein U noch reingehört. Ist so. Ist mir jetzt auch das erste Mal wirklich aufgefallen. Habe jetzt gar nicht auf dem Einleger geschaut. Ah, oh ja. Hier ist es sogar richtig. Was allerdings spannend ist, das ist mir jetzt nicht ganz klar, warum der 18.11. hier nicht angeführt ist. Also auf der Eiskalten Engeltour 2015 hier ist der 18.11. nämlich Mannheim nicht drauf. Hier schon, auf dem Poster nicht. Gut, falls ihr da mehr wisst, schreibt es gerne in die Kommentare. Und noch Life is Pain und Major Moves. Und auf der Rückseite, wie es sich gehört, nochmal der Interpret zu sehen. PA Sports, hier aufgepumpt mit Tanktop und Ketten. Und links oben im Eck lesen wir PA Sports, Eiskalter Engel. Also, beidseitig verwendbar das Poster, beide Seiten im Querformat. Dann haben wir die Life is Pain Sonnenbrille. So sieht das aus. Also wir haben hier an der Seite das Logo von Life is Pain. Ist so klassisches Design. Also ihr kennt sicher diese Standard Ray-Ban, ich glaube Wayfarer heißen die. So sehen die aus. Also in diesem Stil ist es gehalten. Und die Frage, ob man das hier lesen kann. Hier steht noch Major Moves GmbH. Also das ganze Merch und das ganze ist Kategorie 3, was den UV-Filter betrifft. Und dann haben wir noch ein Tanktop. In Schwarz. Und auch hier wieder zu lesen, Eiskalter Engel inklusive der Flügel. Neckprint haben wir keinen. Und das Ganze ist ein Gildan Softstyle in der Größe L. 100% Baumwolle und made in Bangladesch. Grüße gehen raus. Wir schauen uns das nochmal kurz im Detail an, wie das Tanktop
speziell auch in Kombination mit der Sonnenbrille aussieht. Und so sieht das Ganze dann getragen aus. Also wir haben hier das schwarze Tanktop mit der weißen Aufschrift Eiskalter Engel im unteren Brustbereich und dann darunter bis hinunter zum Bauch diese Flügel, dieses schwarze Gefieder und das Ganze natürlich dann in Kombination mit der Sonnenbrille. So sieht das Ganze aus. Kann man auf jeden Fall im kommenden Sommer gut tragen und im Urlaub oder am Strand macht man damit sicher eine gute Figur und kann Life is Pain bzw. PA Sports ordentlich representen. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte Tanktop in der Größe L inklusive der Sonnenbrille. Das Poster beidseitig bedruckt im Querformat jeweils. Die Autogrammkarte von PA Sports unterschrieben. Die Bonus-EP bzw. Lost Tapes CD, 5 Tracks. Und dann hier im Digipack das Album inklusive der Instrumentals, inklusive der Bonus-DVD. Entschuldigung, DVD Bootcamp. Das alles in dieser wunderbaren Box Eiskalter Engel von PA Sports. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr PA Sports unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.